Von den knapp 60.000 Erfindungen, die allein im letzten Jahr beim Deutschen Patentamt angemeldet wurden, sind 10% von Einzelerfindern. Und den Einzelerfindern ist diese jener gewidmet, die es seit 62 Jahren in Nürnberg gibt. Begleiten Sie mich doch, ein paar dieser 800 hier ausgestellten Erfindungen anzusehen. Oh, ja. Mein Name ist Rainer Janssen vom Erfinderclub Paderborn. Ich sitze hier seit Stunden am PC und so langsam fängt der Rücken an zu schmerzen und der Nacken tut auch schon ein bisschen weh. Ich würde jetzt am liebsten gerne mal aufstehen. Und wenn ich jetzt im Stehen arbeiten will, dann stehe ich einfach auf, hebe die Platte an. Der Laptop steht jetzt in Stehhöhe vernünftig und ich kann ganz normal hier weiterarbeiten. Sie sehen, es ist ganz stabil, wackelt nicht, weder zur Seite noch nach vorne, drückt sich nicht durch und man kann hier stundenlang arbeiten. Man sieht, die Konstruktion besteht im Prinzip aus drei Scharnieren, in der Mitte eins, an der Seite eins und an der anderen Seite ein Scharnier. Die Scharniere sind 90 Grad versetzt. Und dadurch wird der Ständer, den wir Lift-Defit genannt haben, in jeder Richtung immer waagerecht gehalten. Wenn Sie also den Laptop absenken, dann bleibt die Platte immer waagerecht bis zum Boden. Können Sie es mal demonstrieren? Wo müssen Sie drücken? Ich fasse den Ständer, wenn ich stehe, an den Seiten an, drücke die Stützen ein bisschen nach innen. Und jetzt sehen Sie, dass sich der Ständer Lift-Defit ganz von selbst schließt, bis er wieder ganz flach ist. Mein Name ist Gottfried Wolf. Ich habe hier eine Erfindung gemacht, die es erleichtert, den Koffer die Treppe hochzutragen. Bisher musste der Koffer immer am Griff hochgehoben werden und dann zumindest Stufe für Stufe weiter bewegt. Wenn ein Koffer richtig voll ist, ist das so richtig schwer. Hier ist jetzt eine Mechanik eingebaut. Wenn ich den Koffer an die Treppe fahre, kann ich mit dieser Mechanik mit doppeltem Hebelweg und der Hälfte des Gewichtes den Koffer sehr einfach die Treppe hochfahren. Es ist also nicht richtig eine Verminderung der Schwerkraft, das geht ja leider nicht. Aber man kommt hier wesentlich leichter die Treppe herauf. Und vom Gefühl her hat man nur noch die Hälfte zu heben. Hier sieht man die Mechanik. Diesen Weg hier hebt sich der Koffer hoch. Und zwar sagen wir 15 cm. Dafür muss man hier oben dann 30 cm den Hebel bewegen. Und über diese Mechanik hat man natürlich die gleiche Leistung zu leisten, aber eben vom Gefühl her nur die Hälfte der Kraft aufzuwenden. Johannes von Moreau. Das hier ist mein Relax-Reisekoffer, den man ganz stabil aufklappen kann. Und der ist dann richtig fest. Das sind keine weiteren Umstände, das mitzunehmen, weil das ist ganz leicht. Und das ist einfach super, wenn man zum Beispiel an einem Bahnhof oder Flughafen stehen muss. Ja, und dann sonst kein Sitzplatz findet. Und dann kann man halt diesen Koffer hernimmt. Das ist sehr praktisch. Das ist die akkubetriebene Rasenwalze. Sie wurde für den Gartenlandschaftsbaubetrieb entwickelt. Mit ihr kann man Grassamen und Rollrasen anwalzen. Der Vorteil an dieser Walze ist, wir können ermüdungsfrei arbeiten. Es ist alles, der Motor und die Akkus sind in dieser Walze integriert. Und man von außen sieht es aus wie eine ganz normale Walze, aber die Technik steckt in der Walze. Wir haben hier oben ein Bedienpult, zwei Gasgriffe. Und darüber wird diese Walze gesteuert. Die Vorteile sind ermüdungsfreies Arbeiten im Gartenlandschaftsbau. Die Walze lässt sich kinderleicht bedienen und brauchen nur an dem Gasgriff drehen und die Walze bewegt sich von alleine. Ich heiße Karl-Heinz Müller, komme aus Mönchengladbach und habe einen Innenhausbaubetrieb. Das ist mein Sohn Markus. Wir haben in den letzten 3 Jahren gemeinsam dieses Gerät Estrobot entwickelt.
Entscheidend ist, dass in der Vergangenheit immer mit Abziehlehren gearbeitet wurde. Das heißt, der Monteur musste auf dem Boden kniend arbeiten und hat auch nicht alle Bereiche erfasst. Jetzt haben wir ein Gerät entwickelt, was ständig mit dem Laser kommuniziert. Das heißt, wir stellen einmal eine Höhe ein. Die Sensoren in unserem Gerät erfassen diese Höhe und regeln das Schwert ständig nach. Es ist also nicht ein einmaliger Prozess, sondern ein ständiger Prozess. Und somit können wir eine Fläche mit einer absoluten Genauigkeit auch erreichen. Und zwar unabhängig von einer Raumgeometrie. Wenn wir uns vorstellen, das hier ist eine Säule, die können wir komplett umfahren. Oder wenn wir uns vorstellen, wir haben hier einen Mauervorsprung und Heizungsrohre, auch diese Bereiche erreichen wir problemlos, erreichen sie mit der gleichen Präzision und können die Fläche bearbeiten, ohne Zeitverlust zu haben. Und da der Monteur oder der Bediener des Gerätes in der aufrechten Körperhaltung arbeiten kann, können wir auch gewährleisten, wenn wir behaupten, wir sind 3- bis 4-mal so schnell, dass der Monteur das auch schafft. Weil 3-mal so schnell auf Knien rutschen schafft er nicht. Das gibt ja schon Brandblasen. Aber aufrecht stehend, so mit dem Gerät zu arbeiten, ist relativ ermüdungsfrei. Wenn man also jetzt eine Teilfläche bearbeitet hat, dann nimmt man sich das Gerät mit seinen 23 Kilo relativ problemlos. Würde es an sinnvoller Stelle wieder platzieren, die Sensoren erfassen sofort wieder die Höhe und man kann, ohne dass man einen Unterschied in der Fläche sieht, mit der gleichen Höhe, mit der gleichen Präzision weiterarbeiten. Mein Name ist Stöcker Philipp und meine Erfindung hat mit Kraftsteckdosen zu tun. Bei der Kraftsteckdose bricht des Öfteren, durch öfteren Gebrauch, der Deckel und die Halterung für diesen Deckel ab. Und hierfür habe ich entwickelt eine Halterung aus Aluminium, die man leicht zur Reparatur überziehen kann. Dies erspart den Kauf einer neuen Steckdose und die Arbeitskraft, die eine neue Steckdose anbringen müsste. Jetzt ist es mal drauf, damit man mal sieht, wie es aussieht. Fertig würde das so aussehen. Ich bin Rentner und beschäftige mich mit Fahrzeugpannen, mit Reifenpannen. Für den Fahrradreifen wird ein Weich-PVC-Schlauch aufgepumpt und in diesem Weich-PVC-Schlauch befindet sich ein elastischer Körper. Falls dieser Schlauch beschädigt wird, dehnt sich der elastische Körper aus und ich kann weiterfahren. Das kann ich mal kurz demonstrieren. Sehen Sie, der Körper dehnt sich aus und ich kann den Reifen weiter benutzen. Ich kann dann in Ruhe zu Hause reparieren. Wir sehen also hier einen Reifen, der hat überhaupt kein Ventil. Dieser Reifen ist wartungsfrei und pannenfrei. Warum? Im Falle einer Panne, einer Beschädigung, dehnt sich auch ein elastischer Körper aus, beziehungsweise der ist schon ausgedehnt, sodass also ich den Reifen ohne weiteres weiter benutzen kann. Also mein Name ist Bruno Gruber, komme aus Olching bei München. So, was haben wir hier? Also hier haben wir ein Verpackungsmaterial und zwar, das sind Kissen, die sind innen mit einem Schaumgummi gefüllt, sind umhüllt mit einer Folie und haben seitlich kleine Löcher. Sind die Löcher? So, und das ist ein ideales Verpackungsmaterial. Wenn ein Stoß drauf kommt, geht die Luft raus, ganz gezielt einstellbar. Und es wirkt als echtes Dämpfungsmittel. So. Und ich kann das einrollen, da geht die Luft raus. Das heißt, dieses Verpackungsmaterial ist wiederverwendbar und mit kleinem Volumen
stapelbar. So, und wenn ich das loslasse, geht die Luft von selber wieder rein und hat eben riesige Vorteile gegenüber diesen Bläschenfolien. Das sind ja nur so praktisch federnd und die haben eine echte Dämpfung. So, und jetzt demonstrieren Sie mir bitte mal, was der Unterschied ist zwischen diesem hier. Das ist nämlich auch Schaumstoff. Das ist ja normal. Hier haben wir einen normalen Schaumstoff, aber wenn ich da drauf hau, schlägt die Kraft sofort durch. Und wenn ich bei so einem Kissen draufschlag, dann habe ich die volle Dämpfungswirkung. Ja, und die füllt sich. Mit einem Kissen demonstrieren. Okay. So, hier. Ja. Da sind die Löcher. Da, man hört, wie die Luft entweicht. Das ist das gleiche Dämpfungskissen. Das kann man in Kleidungsstücke einstecken. Und bei einem Stoß, Beispiel Schlittschuhläufer, wenn der auf den Hinterkopf fällt, dann hat er hier diese Dämpfung. Und dieses Kissen kann man auch in beliebige andere Arbeitskleidung einstecken. Gut, dann haben wir gleich das Werkzeug. Dann haben wir hier den Hammer. Ein Hammer, das ist einerseits ein normaler Eisenhammer. Es ist auch ein Gummihammer. Der hat aber dann die Wucht des Eisenhammers. Und ich kann den am Boden so schräg abstellen, dann brauche ich mich nicht mehr zu weit zu bücken. Ja, hier habe ich einen Schaumstoffpinsel. Ich habe drei Finger in der Schaumstoffhülse. Ich habe hier eine Trennschicht und hier habe ich den Pinsel. Und jetzt kann ich, ohne dass ich den Pinsel festhalten muss, kann ich hier ganz normal streichen. Ich kann die Wände. Die Finger werden nicht schmutzig, weil hier eine Trennschicht eingebaut ist. Das ist ein geschlossenporiger Kunststoff und da kommt die Farbe nicht durch. Hier haben wir einen Flaschenöffner. Das ist ein reiner Flaschenöffner, der passt sich dem Verschluss an, wirkt wie eine Schlingbandkupplung und jetzt kann ich mit wenig Kraftaufwand auch große Flaschenverschlüsse aufmachen. Da haben wir es nochmal, das ganze Teil, sichtbar. Mein Name ist Christian Dietsch, ich komme aus Dormagen. Es geht hier also um einen Leuchtstift, hier in diesem Beispiel einen Filzstift, der sowohl schreibt als auch leuchtet. Also die Kombination zwischen einem Stift und einer Taschenlampe. Das gleiche haben wir hier. Ja, hier haben wir halt einen Klebestift. Der sieht halt auch seitlich sehr schön aus, weil halt die helle Farbe so illuminiert wird. Oder hier haben wir einen Lippenstift. Interessant ist auch ein Füller, wo halt die Lichtquelle direkt unten an der Feder sitzt. Jetzt wollen wir mal ins Dunkle gehen. Ja, wenn man halt ins Dunkle geht, sieht man, dass halt man schon mit dieser Beleuchtung durchaus schreiben kann. Hallo, ich bin der Thomas Rank und habe ein neues Gerät, sprich ein Flyrad, erfunden. Hier hinten haben wir das Antriebsrad mit Scheibenbremse. Dann weiter oben haben wir den Antriebsmotor mit 500 Watt. Das ist relativ stark im Vergleich zu einem Pedelec-Fahrrad mit 250 Watt. Dann vorne haben wir hier den Bremshebel, der variabel ist und auch der Tacho ist variabel. Das Ziel war, dass man dieses Fahrzeug in den verschiedensten Positionen fahren kann und auch gut abbremsen kann. Hier unten haben wir die Steuerelektronik, einen vernünftigen Ständer. Eine Trinkflasche braucht man auch, wenn man mal in den Spitzen kommt. Und einen Universalanschluss für unterschiedliche Gasdrehgriffe. Man kann das Flyrad auch freihändig fahren und dazu gibt es eine kabelgebundene Fernbedienung. Am Flyrad ist sehr viel beweglich, wie man sieht. Diese Auflagen sind beweglich. Dann haben wir hier eine ganz spezielle magnetische Lampe. Da kann man sehr schnell die Fahrposition sich auswählen. Im Sitzen jetzt in dieser Position, im Stehen in der oberen Position. Das ist magnetisch fixiert und da kann man die Fahrposition sehr schnell
wechseln. Dann aufgrund der Verkehrssicherheit haben wir natürlich auch Reflektoren montiert, Frontreflektoren, Seitenreflektoren. Ein vernünftiges Licht haben wir auch integriert mit Rückstrahle. Und dann werde ich euch mal zeigen, wie man mit so einem Flyrad fahren kann. Und wie das funktioniert und was man alles damit machen kann, das erfahren Sie im zweiten Teil. Klicken Sie hier auf das rote Feld.